Am Samstag ist es soweit. Rot-Weiß Essen empfängt den FC Krai zum Regionalliga-Derby. Der Aufsteiger ist im Nachbarschaftsduell Außenseiter. Aber zumindest auf einen Teilerfolg hoffen Fans, Spieler und Verantwortliche des FC Krai, der die Generalprobe gegen Siegen am Mittwoch jedoch in den Sand setzte. Ich möchte auch da besser spielen als heute. Dann stehen mir auch wieder mehr Alternativen zur Verfügung. Und dann werden wir mal schauen, was wir da in Essen eventuell leisten können. Für uns ist es am Samstag sicherlich ein kleiner Traum, den man ja so vor einem Jahr noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, der jetzt wahr wird, in der Meisterschaft, um Punkte gegen Rot-Weiß Essen zu spielen. Aber ich glaube, das ist im Moment gar nicht das Wichtigste. Wichtigste ist erstmal, dass wir letztendlich bei uns in der Krai-Arena spielen können. Ob wir jetzt am Samstag bei Rot-Weiß Essen spielen können, ist für die Momentaufnahme sehr schön. Aber das ist im Moment nicht das Entscheidende für unseren Verein. Klar, Favorit ist RWE natürlich. Wir wissen aber immer noch, wo wir herkommen und alles. Und wie der Trainer immer gerne sagt, die sind die Römer und wir das gallische Dorf, sage ich jetzt mal. Und ja, ausrechnen, was rechnet man sich aus? Ja, was mitzunehmen natürlich, egal was. Sieg oder unentschieden, und wir lassen es drauf ankommen, sage ich jetzt mal. Ich denke, da wird eine schöne Sache. Wir wollen natürlich nicht ganz hoch verlieren. Ich denke, dass wir die Rot-Weiß ein bisschen ärgern können. Ganz so stark dürfen sie auch nicht sein. Also ich denke, so ein Desaster wie Lotte kriegen wir nicht. Also ich denke mal, wenn wir einen Punkt holen, sind wir hochzufrieden. Ja. Ja. Wir wollen uns auch keine Feinde machen, also wollen wir nicht gewinnen. Wollte ich mal sagen, bei einem Sieg dürftet euch wahrscheinlich erstmal nicht mehr blicken lassen an der Hafenstraße. Ach, ich denke, wir haben Spaß dann. Reviersport, die Sportzeitung.